Ihr Siebener, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Gothic 3 Götterdämmerung. Wir waren ja zuletzt in Gotha, haben da den Teleportstein gefunden, haben aber noch keinen Teleportstein nach Treles, was ziemlich scheiße ist, nach Mutera auch nicht. Ich rede mal mit dem Typ da. Hast du schon oft gegen Khan gekämpft? Nein. Bisher hat er sich damit zufrieden gegeben, seine Linien zu halten. Das ist für einen Ork ziemlich eigenartig. Daher sind wir besonders wachsam. Hat Taurus sich seit den Angriffen mal Mutera blicken lassen? Nein. Seit den Angriffen hat er Treles überhaupt nicht mehr verlassen. Habt ihr irgendwelche Informationen über Taurus' Pläne? Nichts Konkretes. Einige meinen, er stellt eine Magierarmee auf. Andere glauben, er wartet auf Verstärkung von außerhalb Nurtanas. Alles klar. So, also was müssen wir noch machen? Sprechen mit Urbanus. Ach ja, stimmt. Bringe Galen zu Gabriel. Ja gut. Mit dem konnte ich ja nicht mehr reden, mit Galen. Jedenfalls, ich habe mir wegen der Teleportsteine mal im Internet ein bisschen was nachgeguckt. Alter, warum deckt das jetzt schon wieder? Gut, mit dem können wir auch mal reden. Alter, bleib mal stehen! Unterstützen die Paladine eine der Seiten im Krieg? Nein, sie vergeuden ihre Zeit lieber mit endlosen Diskussionen. Okay. Also, wie gesagt, ich habe da mal im Internet nachgelesen. Einige sagen, in Mutera gibt es gar keinen Teleportstein. Andere sagen, da gibt es einen im Lagerhaus. Da schaue ich jetzt mal nach. Und in Treles gibt es einen im Ork-Tempel anscheinend. Da kommen wir aber nicht rein. Naja. Wenn wir es dann eben nach Mutera gehen, dann können wir mal noch mit Urbanus reden, falls wir ihn gleich finden. Wir könnten auch mal noch einen Arena-Kampf machen vielleicht. Die Arenen stehen ja noch wahrscheinlich. Also zumindest stehen sie in Silden stand sie ja noch. In Geldern stand sie noch, da konnten wir auch kämpfen. Und ich denke mal, dass wir in Mutera auch kämpfen können. Ein drittes gab es da früher keine, da gab es ja, gibt's ja jetzt eine und da konnten wir auch kämpfen, also. Ich denke schon, dass wir in der Arena kämpfen können. So. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, tatsächlich. Da ist der Teleportstein. Sehr gut. Frage ist jetzt nur, wo zur Hölle steckt Urbanus? Hält er hier irgendwo wach oder läuft er auch rum wie die anderen? Vielleicht ist er da hinten. Nee. Das ist Gilbert. Das sieht auch nicht so aus, als könnte ich hier kämpfen. Schade. Also Gilbert ist da. Rokit ist da. Es fehlt nur noch Urbanus. Das war ja dieser Elite-Krieger. Moment, mit dem kann ich noch reden. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist er eher so ein Quest-Typ. Kann ich den Typ den nächsten Müllstein hochheben? Tatsächlich. In Gothic 3 haben wir das nie geschafft, weil wir immer zu schwach waren. Und wer ist das? Ein normaler Krieger. Schade. Naja, dann gehe ich mal davon aus, dass Urbanus da Richtung Tempel hockt. Der wurde ja mehr oder weniger wieder aufgebaut. Schauen wir uns das mal an. Interessant. Oh. Ja, und was ich auch noch gelesen habe, dass der Teleportstein nach Vengard
auch in Gotha sein soll, da wo er in Gothic 3 ist. Als hätten wir den nie gefunden, obwohl es ja eine Hauptquest ist, den zu finden. Ohne den zu finden, kann man ja eigentlich so das Spiel nicht beenden. Veteran. Okay. Ach, haben sie die Mauer in die Richtung jetzt auch mal erweitert? Das heißt, da vorne kommt man nicht mehr raus, obwohl da noch die... Doch, da kommt man noch raus. Ein ganz kleines Türchen. Also ja, ohne den Teleporter nach Vengard kann man das Spiel gar nicht durchspielen. Deswegen wundert mich das, dass er in Gothic 3 Götterdämmerung noch da liegen soll. Was mich jetzt aber mal wirklich interessieren wird, wo... Erhang? Lass mich in Ruhe. Nee, warte, Urbanus. War das einer von denen? Das war doch einer von denen, die wir mitbringen sollen, oder? Erfolgreiche Quest. In Trelis. Was glaube ich? Dann war es vielleicht auch Montera. Gar nicht, ist das eine Frau, braucht Ogit Hilfe. Ich muss mit Urbanus sprechen. Ach, Karin braucht mehr Orks, das war's. Ja, Ogit, Erhang und Urbanus. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wo ist Urbanus? Ich rede mal mit dem Schmied. Mit dem kann ich auch nur handeln. Aber wir bräuchten eigentlich schon mal ein bisschen Geld. Was ist das für... Ach so, erst zwei Händler. Ja, dann können wir mal die ganzen scheiß Waffen hier verkaufen. Ach ja, das müssen wir auch noch verkaufen. Dann das hier. Die Ausdauertränke. Und eine schwarze Robe. So. Aber Urbanus haben wir es immer noch nicht gefunden. Vielleicht hängt er ja in der Taverne ab. Krieger, Veteran. Nicht mal ein Wirt. Ein Waldläufer. Mit dem kann ich handeln. Hat er irgendwas Besonderes? Ja, Tränke. Schnitzblock. Kompositbogen, Assassinenbogen. Sklaventod. Interessant. Ich überlege mir, ob wir dieses Mal nicht lieber mit der Armbrust schießen sollten, als mit dem Bogen. Aber wichtiger ist es erstmal, wo zur Hölle ist Urbanus? Wo ist er hingegangen? Nachdem wir ihn zu Kahn gebracht haben, das ist jetzt mal die Frage. Der ist ja genau wie die anderen zwei aus der Burg rausgelaufen, glaube ich. Erhang und Ogit sind unten beim Lagerhaus bzw. bei der Schmiede. Da ist ein Krieger, Gilbert. Elite-Krieger, noch ein Elite-Krieger. Nee, ich verstehe es jetzt echt nicht. Vielleicht hängt er ja hier oben rum. Da, wo früher der Assassine war. Da ist einfach gar keiner. Könnten wir rein theoretisch ausrauben, aber ich will jetzt lieber kein Risiko eingehen. Vielleicht hängt er auch da oben rum. Im oberen Teil, der Taverne. Nein, das ist nur ein Söldner. Da sind nicht mal Betten rum. Erhang. Da drüben soll der Ogit sein. Nee, Tomosch. Ogit ist das. Wo zur Hölle?
ist Urbanus. Wir sollten dem Mora seine Lektion erteilen. Nee, ich verstehe es echt nicht. Ich schaue noch mal kurz außerhalb nach, ob er sich vielleicht auf einem Bauernhof gesetzt hat. Falls da überhaupt jemand ist. Ein Typ ist da. Und mit dem werden wir in der nächsten Folge reden. Bis dahin und tschüssikowski.